Sorry, Nelson. Sorry. Nelson da Silva ist... Was ist kein Schweizer Name? Nein, der ist... Spanien? Von Portugal. Portugal, Nelson ist sogar von England. Okay, gut. Die Franzosen haben mich nicht so freut, wenn sie mich hören. Ja gut, das kann in der Fall Rücksicht nehmen. Du bist ein Reise- und Landschaftsfotograf. Würde ich mich jetzt auch so nennen. Also, oder was machst du sonst noch? Fotografiere gerne Landschaften und bin gerne am Reisen. Jawohl. Du wohnst sogar in einem Camper. Genau. Also nicht nur, du fährst nicht nur regelmäßig mit dem Moment, sondern du wohnst wirklich da drin. Ja, also seit 2016 habe ich einen Camper geschenkt bekommen von einer guten Kollegin. Okay. Und denkt so, ja, nimmst du mal. Kann es nicht besser sein, oder? Und ich habe schon vorher so Geschichten gehört von Leuten, die im Camper leben und so. Das habe ich aber mal auf Zeit, also das ist einfach im Unterbewusstsein geblieben. Bin dann einmal im Monat weggegangen, gehen föteln. Immer eine Woche, also ja, eine Woche im Monat bin ich weg gewesen, am föteln. Und gegen Ende Jahr habe ich dann gefunden, du, ich bin so viel im Camper, auch wenn ich da bin, kann man die Miete sparen. Ja, ist natürlich schon ein grosser Posten. Die Frage ist, lebt es sich gut? Jetzt im Winter ist es eher frisch. Also es ist noch nicht so kalt, aber... Es ist eine Einstellungssache, schlussendlich. Wahrscheinlich schon. Du bist noch jung, wahrscheinlich, oder? Ja, ich bin 30. Und ich meine, ich brauche nicht mehr. Ja, logisch. Ich bin glücklich so, oder? Ich kann mir es vorstellen. Und mit dem Winter, das hat sich im ersten Winter ins hart gesehen. Jawohl. Und mittlerweile brauche ich noch keine Jacke bis in die spät im Dezember rein. Jawohl. Ich kann mich ein bisschen tragen. Jawohl, und du schaffst aber 100%. Genau. Aber du schlafst nicht auf dem Parkplatz im Geschäft, oder? Nein, also es hätte es auch schon gegeben. Ja klar, das ist ja noch liegend. Aber schlussendlich bin ich immer so in der Zentralschweiz unterwegs, habe meine paar Örtchen, wo ich weiss, ich habe den Hund draussen lassen und das überfahrt ihn gerade keine. Ich habe Natur um mich, es ist ruhig und am Morgen fahre ich ins Geschäft. Das ist aber schon eine coole Geschichte. Du kannst wirklich dann am Abend denken, gut, heute gehe ich dort hin, Sonnenuntergang, das Wetter ist gut. Und dann schiffen kannst du im Prinzip irgendwo hin. Ja. Es ist speziell. Es ist speziell. Aber so mit Essen und so, dann kochst du im Camper immer oder gehst du auch mal, weil du sparst relativ viel Geld. Also gehst sparst du dann für irgendetwas Größeres oder gibst du einfach dann das Geld aus, das du sparst? Das ist eine berechtigte Frage. Aber. Ja, es ist eine berechtigte Frage. Schlussendlich ist es so, dass einerseits habe ich mal eine Zeit lang einfach weniger gearbeitet. Ja, das ist natürlich eine Alternative. Also viel weniger Ausgaben schlussendlich. Im Prinzip muss ich nicht so viel arbeiten. Man sagt, ein Drittel ist Miete, also könnte man eigentlich sagen, du schaffst nur noch 60%. Ja, und irgendwann habe ich wieder auf 100 arbeiten, weil ich fand, ich könnte ein bisschen Geld sparen, um irgendwann schlussendlich eine grössere Reise zum Beispiel machen oder andere Träume zu realisieren. Cool. Die halt ohne Geld vielleicht schwierig sind. Ja, ein bisschen Geld braucht es zum Reisen und zum Fotografieren. Ist ja so. Und wir reden eigentlich heute über ganz ein ganz anderes Thema, nicht über Geld, sondern über das kopierte Kopieren. Wenn man das googelt, kommt man auf einen Blogartikel von dir. Das ist eigentlich noch ein gutes Wort, also so SEO-mässig noch nicht so abgegriffen. Es gibt ja den Spruch von Karl Valentin, es wurde schon alles fotografiert, aber noch nicht von jedem. Das Thema ist so ein bisschen, wenn man irgendwo hingeht, also einerseits, wenn man irgendwo hingeht, dann schaut man ja, oder die meisten schauen zuerst, was gibt es da jetzt so für Spots, wo man so kann gute Fotos machen kann. Oder es gibt sogar Leute, die gehen, die reisen nur an die coolen Spots und gehen nur die Eco-Fotos machen, die schon alle gewesen sind. Mhm. Und du hast die Frage aufgeworfen, macht das einerseits Sinn, aus verschiedenen Perspektiven? Und wie stark ist man beeinflusst, wenn man einmal hingeht und schon im Prinzip alle Bilder gesehen hat, die man von dort machen kann? Mhm. Wie gehst denn du vor, wenn du jetzt auf eine Reise machst? Auf eine Reise gehst? Also aktuell ist es eigentlich so, dass ich, wenn ich ins Ausland gehe, reise in dem Sinn, dann schaue ich einerseits nicht mehr gross, hat es dort mega die Fotospots, sondern ich schaue, ich gehe jetzt mittlerweile nicht mehr allein reisen, ich gehe mit der Partnerin reisen. Jawohl. Wir haben zwei Hunde,
sind alles Aspekte. Also, meine Hund, nein, sie nicht. Gut. Ja, aber dann wird das halt ein bisschen so geplant. Ja. Da gehst du auch mehr so ein bisschen, wo wenn ihr hingeht, wo gefällt es euch oder wo macht es Sinn? Ja. Wo macht es Sinn, dass die Hunde irgendwie nicht an gefährlichen Orten sind, in dem Sinn, dass sie runterfallen können und so weiter. Also von wegen Felswänden und was auch immer. Und schlussendlich, sie hat selber nicht so Ansprüche auf die Reise. Ich bin eigentlich so der Planer. Zeige ihnen das Zeug, bevor wir abfahren. Und sie findet, hey, super, und dann fahren wir los. Oder? Und es ist schon immer Natur und Wildcampen zum Beispiel ist meistens das Thema. Und klar, fotografiert wird immer, schlussendlich. Ich finde immer etwas Schönes. Ja klar, natürlich siehst du immer etwas Schönes. Dann ist natürlich wieder die Frage, was ist es denn für ein Portfolio schlecht oder unattraktiv, wenn du die coolen Spots nicht hast? Das ist ein nächstes Thema. Du willst deine Fotografie wahrscheinlich auch. Klar, du schaffst 100%, aber du würdest wahrscheinlich auch deine Fotos verkaufen, wenn irgendjemand kommt und sie will kaufen. Dann, und der normale Betrachter, der kennt vielleicht gewisse Spots oder der ist vielleicht eher ein bisschen abgeturnt von Sachen, die er nicht kennt oder noch nie gesehen hat. Wie der Mensch kauft auch nur das, was er kennt oder was er irgendwie... Ja, ist es dann nicht ein bisschen kontraproduktiv? Natürlich kannst du sagen, du findest vielleicht mal einen guten Spot, den noch niemand fotografiert hat. Machst dann aber auch wieder irgendwie die Natur, also du hast dann die Natur ein bisschen exponieren und denkst, wenn die Leute wissen, wo du das gemacht hast, dann kommen nachher alle hin. Also wie, ja, das ist glaube ich grundsätzlich das Problem mit der Fotografie. Wenn du irgendwo einen coolen Spot gefunden hast, dürftest du das Bild auch gar nicht publizieren oder dürftest niemandem sagen, was gemacht worden ist. Zum Beispiel, ja, also meine... Ich habe das also ein bisschen in Erfahrung gebracht, dass Orte, die ein bisschen abgelegen sind von Parkplätzen, wo die Leute eine Anstrengung auf sich nehmen. Der Mensch ist ja faul, ja. Dass diese Spots, auch wenn sie bekannt sind, schon mal ein bisschen weniger besucht sind. Zum Beispiel. Und schlussendlich, wenn... Kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel Anstrengung wir auch für ein Foto machen wollen. Ich meine, es ist eine Gratwanderung, das Thema, weil einerseits habe ich auch sehr viele so fotografiert, weil es einfach auf der schnellste Weg zum coolen Erfolg ist, in dem Sinn, was das Bild anbelangt. Und das hat mega Spass gemacht, es hat mich auch mega motiviert, aber... Am Anfang so schon, ja, ist klar, mega. Das macht wahrscheinlich jeder. Und wenn ich aber in Reihe und Glied neben den Leuten gestanden bin, hat das ab dem ersten Tag irgendwie ein komisches Gefühl in mir ausgelöst, weil ich gefunden habe, was passiert da genau? Das ist ja mega extrem in dem Sinn. Also du bist einmal und du weißt gar genau, wo du hinstehen musst, weil all dort stehen. Ja. Und meistens stand ich dann gar nicht dort an und versuche irgendwie von einem anderen Spot aus Fotos zu machen. Weil die Frage ist dann, tut das schattest der Kreativität, wenn du schon vorhandene Bilder siehst und dann einmal hinkommst, wo es eigentlich fast nur eine Perspektive gibt, wo jetzt, sag mal, bekannt ist. Das beeinflusst einem ja schon. Also das Foto hat man eigentlich gar nicht selber gemacht. Man ist einfach dort angestanden, wo alle sind, und dann das Gleiche noch nachgeknipst. Das ist eigentlich sehr einfach, außer das ist irgendjemand, wo vielleicht das Licht extrem speziell muss sein, da muss man vielleicht an der richtigen Zeit sein. Es gibt vielleicht nur sehr wenig Zeiten, wo es dann wirklich funktioniert. Aber die meisten Spots sind ja dann irgendwie... Ja, das macht eigentlich gar keinen Spass. Aber wieso machen wir das denn trotzdem? Oder wieso hast du das gemacht am Anfang? Ich habe das einerseits, also wieso haben wir das gemacht? Ich meine, schlussendlich hat mir das eine gewisse Freude gemacht, irgendwann mal coole Bilder auf der Kamera zu haben. Und das war der Weg, den ich in dem Moment könnte, um an die Ergebnisse zu kommen. Andererseits hat das bei mir auch ein bisschen zum Teil mit Faulheit zu tun gehabt, selber zu recherchieren, neue Orte zu entdecken. Und ich meine, die Ausbeute, wenn du eben nicht diesen Weg gehst, finde ich, ist sehr gering. Im Vergleich. Ja, natürlich. Die Megabilder, oder? Du hast natürlich viel mehr Aufwand, du hast viel mehr Ausschuss, du findest vielleicht unter Umständen keinen schönen Spot. Aber ich glaube, fotografisch ist der andere Weg viel interessanter oder viel... Also wenn du selber deine Bilder gehst suchen, ist es für die Fotografie, für deine eigene Fotografie viel besser. Natürlich kannst du nicht blöffen und sagen, ich bin dort gewesen. Aber du kannst vielleicht mal irgendeinen Spot finden, den niemand kennt, oder du kannst den Leuten vielleicht noch zeigen, wie die Welt sonst noch aussieht. Nicht dort, wo alle hingehen. Ja, zum Beispiel. Und eben nachher ist das Thema, wenn man mal so ein Bild hat, stellt man sein Netz und zeigt man, wo es ist, oder? Weil da ist man ja genau gleich weit wie die Ersten, die es bei den bekannten Spots gemacht haben.
Und dort fragt man sich dann halt, inwiefern will ich das wirklich gegen aussen so kommunizieren, dass alle wissen, wo ich bin. Und Das ist wie bei den Lost Places. Dort ist ja auch so ein Thema, dass viele Sachen gar nicht bekannt sind, dass man sehr tief in der Szene muss sein, um gewisse Spots überhaupt können erfahren, weil einfach dort ist das Problem, wenn zu viele dort hingehen, dann wird einerseits ist dann der Lost Place irgendwann demoliert oder dann wird es irgendwann mal noch mehr zugemacht oder ja, es ist ein ein schwieriges Thema, aber schlussendlich, ich glaube, es ist schon noch in der Schau zuerst mal das Bild an, komm, bevor man da der Hammetschwandlift auf dem Bürgerstock. Ich habe den Namen noch nie gehört. Ich habe den Lift schon mal auf Fotos gesehen. Ich sehe ihn von mir daheim aus oder vom Zug aus, sieht man ihn über den See hinein, sieht man dort die Linie. Zuerst ein paar andere Bilder von Flickr. Ich glaube, eines der häufigsten Motive ist so ein bisschen frontal drauf. Und meistens hat es so wie heute hat es Nebel. Ein cooles Cool. Motiv, ja, logisch. Vor allem, wenn es Nebel hat. Wie auch ohne Nebel. Dann hat es andere gegeben, die es so bei Nacht bei Nebel gemacht haben. Dann der Thomas Biasotto. Sorry, Thomas. Du kannst auch mal aufs Sofa kommen, falls du das siehst. Wir kennen uns. Mit der Milchstrasse hinten dran. Wir haben uns vorher gefragt, ob das wirklich so war. Wenn du mal auf dem Sofa bist, kannst du das erklären. Ein bisschen näher fotografiert. Und dann hast du gedacht, gut, du machst es anders. Ich habe gegoogelt, ich habe verschiedene Bilder gesehen. Bei Nacht hat es nicht so viel. Es ist nämlich ein Spot, wo du nicht so einfach raufkommst. Kannst du mit dem Auto. Nein, also mit dem Auto kannst du in dem Sinne nicht rauf, aber du kannst die Wanderzeiten rauf sehr verkürzen, wenn du weißt, wo Okay, parkieren. gut. Ja, aber es ist so ein Spot, wo es jetzt nicht so extrem häufig fotografiert worden ist. Du bist auf der Seite gewesen. Man sieht hier den Balken, also den Metallträger, der drauf, kannst du da drauf stehen? Also Also, können und dürfen ist eine andere Geschichte. genau, sagen wir es so. Können könnte man, dürfen. Wahrscheinlich nicht, sollte man vielleicht auch nicht, wenn man nicht sehr selbstsicher ist in diesen Oder Höhen. abbinden, kannst du natürlich abbinden mit einem Geständchen, Ich habe mich theoretisch. aber, ich bin selber auch nicht dort rausgestanden. Also Okay. ich habe zum Glück lange Arme, ich kann mein Stativ dort raus positionieren. Bin dort vielleicht ein bisschen risikofreudig und überlege nicht, was ist, wenn die Kamera runterfällt. Ja, es ist ja, Und ja, kalkulierbar. Von dem Ort habe ich halt auch in dem Sinn schon klassisch, so also von vorne gefotet und für das, also. Eben, die Klassiker macht man ja auch, wenn man dort ist, oder? Ja. Wenn man schon mal dort ist, denkt Ja. man macht es einfach mal. Und das ist, der Spot finde ich eben lustig, weil das ist einer von den ersten Spots, den ich besucht habe, wo ich so gesagt habe, ich fahre von mehr Landschaften fotografieren. Und da bin ich immer wieder drauf, es ist in der Nähe, es ist einfach zu erreichen. Logisch, logisch, ja. Also da bin ich drauf und irgendwann hatte ich so ein kleines Material, wo eben mit klappbarem Stativ, also Mittelsäule und Klappdisplay, wo ein bisschen ermöglicht, von der Seite zu arbeiten und so. Und da habe ich das Ganze so ein bisschen angefangen zu testen. Und das war dann noch mit der Fuji da, wo ich gemacht habe, das Bild. Und dann hat sich das Bild in dem Sinn ergeben, schlussendlich. Und die Lampen, die Sterne, die sind Die echt. sind echt, ja, die sind so dort. Und Ja, da das ich ist. bin mir nicht sicher, ob ich da irgendwie, also klar, ziemlich zu gehabt, die Ja, Blende. natürlich. Ja, aber ich Und finde, es ist sicher anders als andere, die man sieht. Wenn man jetzt googelt nach Hammerschwandlift, findet man so etwas nicht. Die Perspektive zwar schon noch einfach am Tag. Am Tag, man sieht sehr viele Bilder am Tag. Kann sein, dass nachts der Lift nicht läuft, oder? Da läuft zum Beispiel nicht. Und also nachts überall bei bekannten Spots und so sehe ich eigentlich wenig Leute. Okay, ja, das ist ja so etwas. Dort, wo es halt am bequemsten ist und man schon am Mittag um 12 Uhr mal dort unterwegs sind, dann sieht man am meisten Bilder. Und dann muss man halt irgendetwas machen, was die anderen nicht machen. Anderer Zeitpunkt. Vielleicht mal, ich glaube, bei Regen ist das nicht so spektakulär, aber bei Schneefall. Oder einfach dann, dann, wenn die Leute nicht rausgehen, eine andere Perspektive wählen. Und schon hat man eine eigene Perspektive. Weil es spornt mich auch auf eine Art schon an, einmal hinzugehen, wo alle hingehen, aber dann ein komplett anderes Bild zu machen. Das Das ist eine wäre echt coole Aufgabe. eine Herausforderung. Also, man steht dort an, wir sehen am Schluss noch das Bild von mir. Also nicht von dort, von einem anderen Ort. Man steht dort an, wo alle stehen, weil man will ja mal dort sein, wo alle sind. Und nachher ist eigentlich die Arbeit oder die Aufgabe, etwas zu machen, wo die anderen vielleicht nicht sehen oder nicht können. Was auch nicht, irgendwie vielleicht eine Technik verwenden, die anderen nicht drauf haben. Weil die all das nachher fotografieren, sind meistens eher am Anfang von der Fotografie. Also könnte man vielleicht schon mal irgendetwas anderes machen. Ja, es ist sicher.
ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich würde versuchen, wenn man sowieso dorthin geht, das Bild zu machen und dann einfach wieder irgendetwas anderes zu machen, um den Leuten zu zeigen, man kann dann auch noch irgendetwas. Ja. Also ich bin oft auch, wenn ich an Orte gehe, wo ich weiss, okay, das ist jetzt eher ein bekannter Ort, gehe ich oft auch mit dem Hintergedanken, ich probiere irgendwie meine eigene Perspektive dort zu finden, weil bei den meisten Spots dort funktionieren ja mehrere Perspektiven. Ja, es gibt auch also, gewisse, wo es meistens nur eins oder zwei ja. Standorte gibt. Ja, ja. Und kann man dort so ein bisschen probieren und eben je nach Tageszeit und Wetter und so kreiert man ja schlussendlich gleich etwas Eigenes. Das schon, grundsätzlich schon. Eben darum sagen wir, ist ja noch nicht für jeden fotografiert worden. Ja, schlussendlich. Ein anderes Beispiel, Manarola in Italien. Cinque Terre. Das kennt, also wenn du den Namen kennt, ist niemand. Das Bild kennt wahrscheinlich jeder. Also die, das sind Häuser, farbige Häuser auf einem Felsen. Fotografiert man von außen vom Meer her, auf einem Schiff. Oder kann man dort rauslaufen? Weil man sieht es häufig noch mehr ein bisschen von rechts rein fotografiert. Das Ding ist, die Region ist beliebt zum Wandern. Und hier an der Küste entlang hat es so einen Weg an der Küste entlang, an der Felsen entlang. Da kommen wir so ins Dorf und vom Dorf laufen wir dann am Rand entlang. An der Felsen gibt es einen schönen Weg, ja, der weitergeht zum nächsten Dorf. Und von dort ist eigentlich so die klassische Perspektive. Bevor man dann um den Felsen herumgeht, der letzte Blick hinter ist, dann ist der eigentlich. Okay, der. Und für die ist es ja vielleicht schon gut, dass Touristen kommen. Aber irgendwann ist es vielleicht auch too much, wenn all dort. Ja. Ich denke es auch, dass so. Am Anfang ist es natürlich super, auch wirtschaftlich gesehen. Und ich meine, sie können an diesen Orten nachher mehr Möglichkeiten, oder? Wenn auch mehr Cash hineinkommt in dem Sinn. Weil die Leute schlussendlich dann viel noch dort etwas essen oder trinken oder das Kaffee nehmen und so weiter. Es sind wenige, denke ich, die dort gerne ein Foto machen und wieder abhauen in dem Sinn, ohne dort ein bisschen Groschen zu hinterlassen. Ja, aber wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel Venedig im Sommer, das ist ja der Horror, da hat es so viele Leute, da willst du nicht freiwillig dorthin gehen. Und das muss ja für die Leute, die dort wohnen oder dort arbeiten müssen, ist ja das auch nicht... Sicher auch nicht schön. Und irgendwann, ja, das ist eigentlich durch das, dass das Internet... Fotografie im Internet so populär gemacht hat vor, sagen wir, 10, 15, 20 Jahren, entstehen noch so Probleme, die man vor 25 Jahren gar nicht gehabt hat. Da hast du vielleicht mal ein Fotobuch, ein Bild gesehen und gedacht, das ist auch noch schön. Hast du vielleicht nicht mal herausgefunden, was gemacht worden ist. Geschweige denn, hast du dir gar nicht überlegt, auch dorthin zu gehen. Weil du bist auch nicht so viel, wir reisen heute auch viel mehr. Es ist auch viel günstiger geworden, reisen. Die Leute wollen den Wohnmobil. Also ich habe auch ein das Gefühl, dass der Lifestyle von wegen Reisen und Fotografieren, der wird wie auch ein bisschen gepusht. Ja, Instagram. Instagram, also das Zeug teilen mit den Freunden und so weiter. Telefon und jeder will zeigen, dass er noch coolere Ferien macht und noch weiter reist. Und schlussendlich ist die Frage, wohin führt das? Also es macht nicht irgendwie die Welt schöner oder besser. Ich habe das Gefühl, es ist eher kontraproduktiv. Also die Leute reisen einfach viel mehr und an sinnlosere Orte und etwas, wo alle schon gewesen sind. Und wenn dann zeigen, ich bin auch da gewesen. Und ich denke, einerseits ist es für den Einzelnen vielleicht interessant, weil er lernt mal andere Kulturen kennen und so weiter. Und ja, wenn man die Kultur wirklich kennenlernt, wenn man nur hinfährt und abdruckt und weiterfährt. Das ist und dort, was sehr touristisch ist, ist die Kultur auch eher wieder verloren, fast oder unsichtbar. Ja, also hast du die beste Karte, wenn du nachher hingehst, wo niemand war, wo dann auch irgendwie in ein Restaurant kommst, wo keine Touristen sind. Ja, also gehen nicht so von Sachen fotografieren, das bringt eigentlich gar nichts. Oder? Würde ich auch sagen. Es ist halt, ja. Noch schnell dein Bild. Ein bisschen weitwinkliger. Es ist ein bisschen weitwinkliger und vor allem ist das Bild zum Beispiel stark inspiriert auch von so einem italienischen Fotograf, der mehrere Bilder ineinander hineinsetzt. Also das ist nicht One-Shot in dem Sinn. Weil ich habe viele One-Shots. Ich bin etwa 6 Mal dort gesehen. Ja. Und beim letzten Mal habe ich mal das probiert. Das heisst, technisch gesehen ist es so, dass ich das Dorf zuerst gefötelt habe in blauer Stunde mit allen Lichtli. Und dann habe ich gewartet, bis die Sonne aufgeht und die Kamera dort stehen, also ja nicht bewegt. Also blaue Stunde am Abend? Oder die blaue Stunde am Morgen. Cool, ja, das ist am Morgen. Weil hier geht die Sonne eben hinter dem Dorf, aus der Perspektive geht sie hinter dem Dorf auf, oder?
dann das Gefötchen am Morgen, alle Lichtchen noch, weil wenn die Sonne so schönes Licht gibt, brennen die Lichtchen eben nicht mehr im Dorf. Ja, das ist oder? Klar. Und dann habe ich das, das ist eigentlich so ein bisschen erste, die erste Annäherungsschritte in die Art von Fotografie. Mhm. Und es hat, es ist mega cool gewesen schlussendlich, aber zur gleichen Zeit bin ich eben allgemein so ein bisschen an einem Wandel machen gesehen, weggekommen von dem ganzen Bildbearbeiten und so weiter. Und das ist schlussendlich bei dem Versuch geblieben. Sagen wir es so. Ja, aber Bildbearbeitung ist doch noch ein grosses Thema. Ja, es frisst auch mega Zeit. Sind das zwei Bilder in dem Fall? Das sind zwei Bilder, genau. Das also stellst du Stativ an, machst ein Bild, wo es noch dunkel ist, wo, also dunkel ist blaue Stunde, wo schönes blaues Stundbild vom Dorf. Also man sieht schon, in der Hintergrund ist schon sehr hell im Vergleich, also der Himmel hinten im Vergleich zu vorne, es ist schon fast ein bisschen surreal, aber es wirkt durch das auch wieder anders, das ist ja das Spannende. Also man muss ja Sachen ausprobieren, der Fotografie, sonst sieht es so aus wie alle anderen. Man ja, ein Foto und man muss finden, was einem gefällt und was einem nicht gefällt, schlussendlich. Oder? Ja. Eben, da gibt es ja eigentlich nicht so viele Perspektiven. Also ich habe zwar andere Bilder gesehen, die ein bisschen näher sind, aber da sieht es irgendwie nicht komisch aus. Die man kennt, ist von da. Vielleicht kann man noch ein bisschen weiter führen, eine andere Brennweite. Mhm. Aber da kannst du gar nicht viel anders machen. Und so Spots gibt es schon recht viel. Ja, also wo es wirklich wirkt, das Bild. Das ist wie mit dem Matterhorn. Das sieht dann von einer Seite so aus, wie es aussieht. Ich habe mal das Matterhorn von dieser Seite gesehen und da gestanden, sechs Matterhorn. Ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Aber es ist wirklich so, dass es... Ja. Dass man es einfach so sieht und so kennt und dann auch automatisch so machen ja, es ist es gibt gewisse Orte, also ich denke, es ist eh auf die Kreativität des Fotografen in dem Sinn, die Perspektive, die er wählt und was er schlussendlich daraus macht, oder? Mhm. Aber ich selber habe nur das gesehen in dem Sinn, dass es von dieser Seite gewirkt hat. Ja, logisch, von dieser Ort Seite wird es wahrscheinlich also nicht wirken, sonst hätte es so wert. Wenn man zu nahe geht und so, dann... Geschmackssache. Noch ein paar andere Bilder von dir? Ist das auch eine Standardperspektive? Also ich denke schon. Also in dieser Zeit, die Bilder, die ich von hier gesehen habe, sind eigentlich alle etwa so gemacht. Das ziemlich ähnlich. Wo gemacht? Das für ist die auch gehen. Das ist der Lago de São Seu. Das ist irgendwo im Bündnerland. Ziemlich nahe schon an der italienischen Grenze, glaube ich. Bei der Nacht dann und habe mich nicht so gut vorbereitet, dass ich einfach gewusst, wo der Ort ist. Bei der Nacht, also in der Nacht, dort in der Nähe Pam mit dem Camper. Ja, das ist der Vorteil, du kannst dann durch das, dass du kannst nicht auf die Nähe fahren, du kannst mal schauen, wie es ist, wenn es nicht gut ist, kannst du wieder schlafen. Ja, ist dann super. Und bin dann am Morgen dort raufgewandert, oder? Das ist glaube ich eine Stunde, wenn ich mich nicht täusche. Immerhin, ja. Geht ja noch. Und dann, es ist wunderschön, ich meine, dass die Leute diesen Zeit, das ist verwundert mich nicht. Ist logisch, ja. Und cool wäre halt ein Timelapse, wenn man, das ganze Jahr eine Kamera aufstellen und irgendwie eine Art Timelapse machen, wie sich die Natur verändert, wie Bäume und Schnee und alles. Das wäre halt noch etwas, wo man aus so einem Spot vielleicht noch könnte anders machen, wie sich es verändert über die Jahreszeiten hinein. Ja. Aber das wäre sehr, sehr aufwendig, vor allem wenn dann 100'000 Fotografen immer wieder das läuft. Ja, dass du eine Perspektive hast, wo der Kleine vorne dran hinläuft. Das ist Algarve? Das ist Algarve, genau, Lagos. Das ist auch ein sehr bekannter Ort, vor allem für Leute, die gerne ans Meer gehen. Logisch. Aber auch für Fotografen, weil du parkierst, läufst 5 Minuten, stehst dort. Und da ist die Schwierigkeit, dass jetzt ein Haufen Leute, die hier noch irgendwie am Strand unten sind und die nicht fotografieren, oder die nicht realisieren, dass man beim Fotograf im Bild stand, die sind vielleicht da unten irgendwie oder auf den Stegen. Mhm. Wie hast du denn das Bild anbekommen, dass kein Mensch drauf ist? In dem Moment, muss ich sagen, ist wirklich bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ich wegretuschiert habe im Sand unten, zum Teil Dreck, ist wirklich niemand dort gewesen, an dem Tag gerade. Aber ich meine, es gibt wahrscheinlich auch hier Jahreszeiten, die vielleicht beliebter sind, um zu fotografieren, weil die Sonne vielleicht am Ort steht, wo es so ganz speziell ist. Ich habe hier eigentlich nicht so drauf geschaut. Das war eine Reise, gewesen, schlussendlich, um Fuji-Kameras zu lernen. Jawohl. Ich habe mal mein Zeug daheim gelassen, habe Fuji mitgenommen. Und bin dann dort hin, weil meine Eltern dort wohnen. Und das hat sich dann so ergeben. Ich meine, klar, ich wollte also produzieren in dem Sinne, ich wollte schauen, was die Kamera macht und habe die bekannten Spots angesteuert. Vor allem. Also. Ja, es macht natürlich auch Sinn, vor allem, wenn ich auch schon eine Kamera testen, bevor sie auf dem Markt war.
dann hast du ja auch möglichst schnell einen Haufen Bilder machen müssen, auch gute Bilder. Dann gehst du einfach an die Spots, die du schon kennt hast oder die, die halt bekannt sind. Ja, klar, da könntest du jetzt dann gehen, wenn die Sonne vielleicht noch ein bisschen weiter links untergeht oder genau in der Mitte zwischen diesen zwei Felsen. Mhm. Aber ja, du hast Fuji schon zweimal erwähnt. Du hast immer noch mit Fuji fotografiert. Immer noch, also sehr, sehr glücklich mit dem System. Okay. Was ist es? Also ist es ein XT? Mittlerweile habe ich ein XT3. Okay. Weil letztes Frühling ist mein XT2 in Fluss gebadet. Versicherung nicht Freude gehabt. Ja, wir müssen Geld sparen. Ein halbes Jahr. Und da habe ich jetzt gefunden, statt wieder ein XT2, dann hole ich mir gerade die XT3. Und also die Versicherung hat keine Freude gehabt. Hat sie nicht gezahlt, oder? Sie hat nicht vollumfänglich gezahlt, nein. Aus was für Gründen denn? Selber schuld. Ich habe eben ein Stativ. Ein Fuß vom Stativ war im Fluss drin. Ich bin nicht die ganze Zeit bei der Kamera gestanden. Okay, gut. Die Kamera umgeht, oder? Und ich habe es geschildert, so, wie es gesehen ist. Bist halt ehrlich gewesen, ja. Und haben sie gefunden, du, also schlussendlich bist du selber schuld gewesen, aber wir zahlen dir gleich etwas. Aber ja, halt mit dem Batzen konnte ich dann nicht gerade können, okay, das, was kaputt gegangen ist, ersetzen, 1:1. Und da musste ich ein bisschen warten und so. Und jetzt ist es ein XT3. Und eine Mega-Kamera. Kennen sie nicht. Cool. Aber der Markus hat sie hier auch. Also ich könnte sie jederzeit in die Hand nehmen, wenn ich wollte. Aber meine Faszination für Kameras ist nicht mehr so gross wie auch schon. Etwas, was offensichtlich nicht so bekannt ist. Was du? Ich sage mal so, ich habe noch nicht viele Bilder davon gesehen. Ich gehe aber auch nicht ins Netz suchen. Ja, du bist ja schon gewesen und für dich ist es echt schon abgehökelt, oder? Du also ich gehe etwa die wieder da rein. Aber ja, wo hast du das gemacht? Das ist Ängstlensee. Ängstlensee? Genau, da hinten, also das ist eigentlich auf der Rückseite vom Titlis, wenn man im Engelberg steht und Richtung Titlis schaut, Jochpass. Jawohl. Das ist eigentlich hinten dran, geht es oben. Und da steht der See, der gehört irgendwie zu diesen vier Seewanderungen von der Melchsee Frut. Und das ist ein mega schöner Ort, kommt man leider, wenn man so weiß, auch sehr schnell mit dem Auto dran rein. Also es hat einen Parkplatz dort oben und wenn ich aber fötteln bin ich habe die vier Seewanderung gemacht, bin dort hingegangen und habe gesagt, okay, ich hätte meinen Camper hier hinstellen können. Dann bin ich eine Woche später wieder dort mit dem Camper. Das ist aber wettertechnisch nicht mehr interessant gewesen zum Vötteln und das haben wir auch nicht mehr angetönt, genau das Gleiche. Ja, wenn es schon mal gemacht ist, ist klar, dann ist das erledigt, das ist halt schon so. Aber ich glaube, es ist jetzt noch schön mit den verschiedenen farbigen Booten, die sind wahrscheinlich nicht immer dort. Ja, das ist ein See, der bei den Fischen beliebt ist. Okay. Und dann denke ich, ich habe das nicht verfolgt in dem Sinn, dass ich den ganzen Tag dort war und geschaut habe, was passiert. Aber ich denke, die werden zum Teil an Fischer vermietet. Okay, ja, dann ist es. Oder wobei ohne Boot wäre es nicht so spannend. Also Boote sind schon das, was rausstechen. Es ist ein Eyecatcher, ein Cooling. Ja, ist gut. Aber es funktioniert. Also von dem her. Dann ein Motiv, das ist in Frankreich, Normandie oder so. Normandie Grenzen, Normandie Britannien. Genau. Das ist eigentlich auch ein sehr überlaufener Ort. Dort ist hier noch Eppe und Flut, ist es mit oder ohne Wasser, glaube ich. Genau. Ich habe es selber noch nie mit Wasser verwischt. Ja. Und das Bild hier ist jetzt entstanden, als ich mit der Freundin, mit der Hündin in Bretagne bin. Und da habe ich gefunden, ich werde ihr das gleich zeigen. Und sie hat gefunden, anhand der Bilder, die ich schon gemacht habe, mal komm, gehen wir mal dort hin schauen, wo sie dann vor Ort gesehen hat, gesehen und gesehen hat, wie viele Touristen dort sind und dass das Hotel gerade so nahe wie möglich da dort ein Boot ist und so weiter, hat sie es auch nicht cool gefunden. Ja. Aber da ich schon dort war, habe ich gefunden, komm, ich gehe jetzt, ich ziehe wieder los am Morgen früh und probiere etwas anderes mal zu machen. Ja, cool ist halt die düstere Stimmung, das ist schon, und so eine Spiegelung. Ja. Ja, man muss einfach immer, eben, nicht auf Augenhöhe fotografieren, nicht dort anstehen, wo die anderen. Nur schon dann hat man eine andere Perspektive. Mhm. Das reicht schon. Was ich noch herausgefunden habe, bei Instagram gibt es einen Account, der nennt sich Insta Repeat. Der zeigt eigentlich so in der Einheitsbreite der sozialen Medien. Sehr spannend, dort mal drauf zu gehen. Vor allem, wenn du gewisse Sachen vielleicht noch nicht fotografiert hast. Es sieht dann im Prinzip so aus. Da hat es einfach immer so 12 Bilder, wo man genau das gleiche Motiv oder die gleiche Art von der Fotografie sieht. Einerseits ein Handy in der Hand und irgendetwas im Hintergrund. Oder irgendwelche zwei Beine, die irgendwo abhängen, wo man dann irgendwie runter sieht. Oder zum Zelt aus, zum Camper aus. Ihr kennt es alle schon. Und dann überlegt man sich eigentlich, wieso machen das die Leute?
alle gleich. Also einerseits, wie es funktioniert, weil es cool ist. Aber irgendwann muss ich sagen, wie lange geht es noch, bis uns das langweilt? Weil irgendwann hast du ja wirklich alles gesehen. Da musst du einfach sagen, bei Instagram... Bist du bei Instagram? Nein, ich habe bis auf YouTube keine sozialen Medien mehr. Also kein Account mehr. Nein. Was hat dazu geführt? Wie soll ich sagen? Die Zeit, die ich im Netz vergockelt habe, schlussendlich. Ja, brauchen weniger... Ganz einfache Antwort ist... Ja, man braucht auch zu viel Zeit, das ist schon so. Es ist zwar unterhaltig, aber es frisst einfach sehr viel Zeit. Und wenn man nicht viel Zeit hat oder ja, einfach nicht viel Zeit verschwenden will, dann ist es einfach schon ein bisschen gestört. Es ist interessant, um zu suchen, was gibt es noch zum Fotografieren, vielleicht eine Idee zu finden, wo man vielleicht Sachen noch nicht gemacht hat. Mhm. Aber ja, es ist schon ein Zeitkiller. Zeit vernichten. Und auch, also klar, nicht ein Kreativitätskiller, aber ich habe das Gefühl... Nein, das nicht. Also Kreativität kann man sicher, also nicht die eigene Kreativität, aber man kommt neue Ideen über und man kann sich vielleicht überlegen, wenn ich jetzt das, was der hier gemacht hat, ich habe einen anderen Spot anwenden, dann... Da kommt man auch auf Insta-Repeat. Ja, je nachdem, wie man es macht. Aber es gibt einfach ein paar Ideen, wo man kann sagen, gut, das, ja, weil Ideen hat man ja nicht alle selber, die holt man sich irgendwo her. Und von das ist natürlich Instagram sicher ein gutes Ding. Oder Pinterest, wo man irgendwelche Sachen kann speichern kann, finde ich jetzt grundsätzlich nicht schlecht. Aber es ist einfach schon so, dass man einfach sehr viel Zeit kann verblöden mit sinnlosen Sachen. Ja. Mhm. Oder eben der ganze Instagram-Tourismus, den wir vorhin schon gesagt haben, dass die Leute an Ort gehen, zum Beispiel das Restaurant, das so in den Bergen reingebaut ist, im Alpstein, der Escher. Die haben sich, glaube ich, auch beklagt, dass viele Leute kommen. Es macht einfach keinen Spass mehr. Wahrscheinlich auch was als Wirt nicht. Weil das mal, wenn man es mal irgendwann gemacht hat, aus einem idealistischen Gedanken, dort oben Wirt sein und die Wanderer, die wegen der Region kommen, dort bewirten, ist das eine ganz andere Motivation, als wenn nachher Alltag Touristen von der ganzen Welt kommen, nur wegen einem Instagram-Foto und vielleicht gar nicht konsumieren und gar nicht mehr das wertschätzen, was der dort oben macht. Mhm. Und da muss man sich schon überlegen, ist es der Sinn und Zweck von der Fotografie, dass man die Welt so zugrund richtet, wenn man das so sagen kann. Aber aufhören fotografieren willst du ja nicht, oder? Nein, es ist für mich schlussendlich ist Fotografieren ein schöner Ausgleich, ein schöner Tool, um mich auszudrücken. Jawohl. Was machst du eigentlich im 100%-Job? Ich bin Trockentechniker, also Wasserschäden sanieren auf der Baustelle und so. Und dann geht die Wasserkamera ins Wasser. Dann wüsstest du eigentlich, wie es kannst. Hätte sie ja können trocknen bei mir im Geschäft. Gut. Nein, aber ich denke, eben mit dem Instagram-Tourismus oder Social-Media-Allgemein-Tourismus, es ist ja schon zum Teil traurig, wenn man an gewisse Orte geht, wo man vielleicht sogar schon vorher kennt hat. Ja. Kann ich nicht so viele Orte so, aber wo man vielleicht vorher kennt hat. Und dann durch die Jahre jetzt, wo das Ganze so aufgekommen ist, und dann noch einmal geht und zum Teil Infrastrukturen vor Ort hat, die wirklich nur für das gedacht sind. Oder Spuren verspreit, Müll. Ja, Müll ist das Thema, ja. Ja, und du siehst zum Teil genau den Weg, wo es durchgeht, um an den Spot zu kommen, weil schon so viel gegangen sind. Früher musste ich suchen, weil gar nicht, der Weg gar nicht sichtbar war. Heute hat es einfach einen Trampelpfad. Mhm. Ich habe ein Thema oder ein Bild gemacht, wenn ich das Thema Stichwort Taj Mahal sage, dann hat jeder das Bild vor Augen. Mhm. Hast du das gemacht? Nein, ja. Ich bin auch der, ich habe auch ein Bild gemacht, aber ich habe es nicht einmal auf der Kamera, ich habe es nicht einmal bearbeitet. Nee. Ich kann einfach dort hingehen und das Bild auch machen. Check. Genau. Rund um mich herum 30 Leute, alle sind dort hingestürmt. Und ich kann mir sagen, ja, es ist schon vielleicht noch lustig, zu sagen, ich bin dort auch mal gewesen. Ich habe doch ein ganz anderes Bild gemacht. Von der anderen Seite, cool. Kann ich in meinem Stil halt als Streetfotograf. Und der ist irgendein Fremder, ich habe ihn nicht gefragt, ich habe einfach hinten runter das Bild gemacht, der hat es gar nicht gemerkt. Und als zweites Bild, irgendwo zwischendrin, so aus so einem Nebengebäude raus, so ein bisschen eine Silhouette vor dem Taj Mahal. Und symbolisch, oder? Einfach symbolisch, dass ich auch der war und es einfach auf meine Art interpretiert habe. Weil das Bild, das alle kennen, das willst du gar nicht mehr sehen. Das willst du auch gar nicht. Ich weiß nicht, das willst du gar nicht machen. Das machst du einfach nur noch, um können irgendwo aufladen und sagen, ich bin von der. Aber nicht aus irgendeinem künstlerischen oder fotografischen Aspekt. Und darum muss ich sagen, ja, das ist eigentlich schade. Versuchen kreativer zu sein, versuchen neue Sachen zu machen.
und neue Spots zu finden und die halt vielleicht nicht preiszugeben. Ich glaube, das ist die Message von dieser. Und so ein bisschen nachhaltig, ja, nachhaltig fotografieren. Ja, würde ich auch so empfehlen. Oder sage ich mal so, probiere ich auch so zu leben, schlussendlich. Ein bisschen einen eigenen Weg zu finden. Einen eigenen Weg, aber ist, musst du mir vorstellen, es leben alle im Camper. Ich habe einen Kollegen, der ein Tiny House hat, oder jemand, der über Tiny House nachdenken. Wenn du dann überlegst, wenn jeder ein Tiny House hätte, bräuchte man viel mehr Platz. Weil in einem Block, wo 100 Leute wohnen, braucht es viel weniger Platz, als wenn jeder mit einem Camper unterwegs ist. Natürlich, es will nicht jeder mit einem Camper wohnen, von dem her bist du eigentlich prädestiniert und du bist privilegiert, dass du das willst und kannst und auch kannst leben. Ja, wie hat sich deine Fotografie oder wie hat sich dein Leben verändert durch die Fotografie? Also, ich sage mal so, die grösste Veränderung, die ich gemacht habe, ist schlussendlich, dass ich die Welt anders wahrnehme. Ich nehme die Welt mit Farbe, also ich sehe die Ästhetik und die Schönheit irgendwie von der Welt viel besser. Seit ich angefangen habe zu fotografieren, ist das eine Person, die speziell aussieht. Mhm. Ich habe seit langem auch sehr gerne Menschen gefotografiert. Oder Landschaften, Linien, Architektur, die speziell sind. Das sind alles Themen, die ich heutzutage oftmals einfach mal stehen bleibe, wenn ich die Kamera nicht dabei habe, stehen bleibe und das mal einfach betrachte. Ja, ich glaube, man die Welt sowieso durch ganz andere Perspektiven betrachten und man macht auch für sich irgendwie wie Bilder. Also ohne Kamera, man schaut einfach Sachen an und denkt, wow, das ist jetzt... Also, das wäre jetzt etwas anderes. Ja, aber man ist nicht unbedingt traurig, dass man die Kamera nicht dabei hat. Man denkt einfach, man würde es jetzt so fotografieren und ja, das kommt mir häufig an. Das ist eigentlich die grösste Veränderung und alles andere hat sich halt mit verändert. Also eben mit dem Camper wohnen, mit Reisen, vorher nicht so. Vorher bin ich einfach immer auf Portugal gegangen. Family und so besuchen und heutzutage gehe ich an andere Orte, halt, wo ich weiss, das ist schön vom Viertel her, aber auch allgemein schön, um Zeit zu verbringen und ein bisschen die Seele baumeln. Ja, es ist auch eine gute Kombination von Reisen, eben mit dem Camper, draußen sein, fotografieren. Das ist halt schon ein Thema, das halt zusammenpasst. Und das ist auch die ganze Instagram-Geschichte, die halt in die Richtung geht. So ein bisschen Outdoor-Living, oder? Vanlife. Vanlife, genau. Hashtag Vanlife. Da bist du auf deinem Instagram-Account, sieht man dein Vanlife, oder sieht man, was sieht man dort? Ich habe kein Instagram. Ah, nein. YouTube, was sieht man auf YouTube? Auf YouTube sehen wir eigentlich nichts Aktuelles. Okay. Schlussendlich. Man hat dort ein paar Drohnen-Videos, wo ich so Drohnen-Videos geschnappt habe, wo ich unterwegs bin zum Fotografieren. Und so vom Vanlife tue ich eigentlich nicht so viel propagieren oder gegen raus kommunizieren, weil das ja auch nicht ganz so erlaubt ist. Ja, oder? Ist natürlich eine Grauzone. Und finde ich, ja, wenn ich da zu viel rumprolete mit dem, klopft es plötzlich an meinem Wohnmobil, oder? Ja, es ist natürlich schon schwierig. Ich meine, schlussendlich zahle ich Steuern, ich zahle... Ja, logisch. Weißt du, ich meine, ich finde es hier klar, ich gehe nicht an Privatorten campen oder so, weil dann kommen die Probleme von allein schlussendlich. Also, da provoziere ich so richtig, oder? Aber es gibt gleich noch Orte in der Schweiz, wo es dich duldet, wenn du nur deine Autopneus als Spuren hinterlässt. Am nächsten Tag. Ja. Also, wenn du willst, kannst du heute so auf dem Fotokästchen Parkplatz parkieren. Merci. Sehr gut, vielen Dank. Und spannender Einblick und viel Spass im Wohnmobil und auf der Reise und beim Fotografieren. Danke.